probieren wir einfach alle Möglichkeiten aus. 15 Mal. So. Und eventuell machen wir als Wiedergutmachung der ganzen Aktion. Ich meine, es hat eine Weile gedauert, bis die Aufnahme läuft. Jetzt eine Doppelaufnahme. Stoff für zwei Folgen. Geht dann so ungefähr eine halbe Stunde. Dann kann ich auf jeden Fall damit leben, wenn das Ganze hier nachher zeittechnisch 2 Minuten drüber oder drunter ist. Was? Hat das Objekt sie gerade nach vorne... Nein, kein Medipack. Laden. Ah ja, genau, hier haben wir es jetzt gespeichert. Lara, es gibt sehr passende Twitch-Smileys für diese Situation, in der du mich hier gerade durchtrollst. Sehr, sehr, sehr viele Smileys sogar. Na, das geht nicht. Das sind ja mehr als 4 Klicks. Nehmen wir einfach den Weg nach oben. Hallo Statue, bitte nicht töten. Hier mittig hinstellen. Einmal den Trick anwenden und uns gerade ziehen. Nee, das ist noch nicht gut. So, jetzt sind wir mittig genug, um das Seil auch perfekt zu erwischen. Auf die Balust. Da so hoch. Also, ich rede gerade ein bisschen mit dem Chat. Der hat nämlich gerade angedeutet, ich könnte hier oben drauf. Ich meine, ich kann ja eigentlich auch die Chatnamen nennen. Ich meine, das ist ja im Internet. Marlena Crystal hat das gesagt. Man könnte hier hoch. Ich habe ja so ein schönes Zeigemodul hier. Das können wir ausprobieren. Gut, dass ich jetzt mich bewegt habe. Es wird wahrscheinlich trotzdem funktionieren. No. Ja, Lara. Es wird funktionieren. No. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich meine, irgendwie muss man da ja hochkommen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man da drüben auf diese Säule kann. Das ist die falsche Richtung, das ist ja immer... Man schiebt... Also, wenn ich Pfeiltaste rechts drücke, dann heißt es, Laras Arsch wird nach rechts gedrückt. Das ist der endgültige Beweis, dass die Spieler arschfixiert gedacht haben, als sie das hier gedacht haben. So, einmal baue ich noch Sprungkraft auf und dann probiere ich es im nächsten Versuch wahrscheinlich mit einem 45-Grad-Winkel. Nee. Also ich kann jetzt schon sagen, das wird nix. Und ja, ich hab's einfach mal ausprobieren wollen. Es hätte ja funktionieren können. Also wenn wir jetzt das Seil hier benutzen... Nee. Ich weiß, was passiert, wenn ich in dem Punkt abspringe. Wir springen hier ab. So. Und jetzt drehen wir uns mal nach links. Das heißt, Arsch nach rechts bewegen. Die Rechtstaste ist richtig. Aber zuerst mal lassen wir uns runter hier. Na, da hinten ist auch ein Schalter. Ja, oh Leute, das ist doch jetzt ein Arschloch-Move. Sorry, aber bei allem Respekt, einer rechts, einer links von diesen Schaltern. Das macht es mir gerade überhaupt nicht leicht. Bin ich gerade? Mal schauen. Ja. Nee. Ich darf diesen Weg im Grunde 2-mal machen. Das ist jetzt schon so. Wir wissen, was in den nächsten 10 Minuten passieren wird. Aber wir haben tolle Musik dazu. Ich würde jetzt gerne das hier machen, aber... So. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So indische Tänze nur. Habe ich da so eine Steuerungstaste, wenn ich die loslasse, dann wird es schmerzhaft. Lara? Lassen wir uns wieder runter. Fun Fact, also wahrscheinlich stimmt das nicht, aber ich habe das Gefühl, man kann sich viel eher runterlassen, wenn Lara am Seil noch ausschwingt, als diese Rechts-Links-Korrektur. Und ich springe direkt drauf zu. Da oben ist noch irgendwelches Zeug. Und wenn das jetzt keine Waffe ist, dann werde ich das ja nicht haben wollen. Aber wahrscheinlich kommt man von hier direkt hoch, das ist zu steil. So kommt man direkt hoch und wenn man das nächste Seil auch noch benutzt, dann kommt man an die... Dann kommt man an die... An die Dinger halt, ne? Ich weiß ja nicht, was es ist. So. Lara, das ist immer noch zu steil. Ja, Ideen aus dem Twitch-Chat werde ich übrigens überall und immer versuchen, ein bisschen mit einzubringen. Zumindest, wenn ich sie witzig finde. Denn das ist jetzt wieder nicht steil genug. Da würden wir, glaube ich, gegen die Wand klatschen. Ach, wieder ausschwingen lassen. Das ist wunderschön. Wir müssen uns nach da bewegen, Arsch nach links. So, ein kleines bisschen tippen. Da sind Knöpfe, ja.
Und zwar auf beiden Seiten. Och nö. Gut, da komme ich jetzt gar nicht so wirklich hoch. Also ich hoffe, man kann die ein bisschen erkennen. Die sind auf der Textur sehr undeutlich. Wir dürfen doch das vordere Seil mitbenutzen. Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass das erste Twitch-Let's Play in Seilschwingaktion ausartet. Aber das macht ja überhaupt nichts. Wir schwingen gerne. Ja, kann das gut. Und solange sie ausschwingt, konnte ich tatsächlich sogar was trinken. So, jetzt muss das Seil ja in die Mitte. Und vielleicht weiß der Chat das gerade noch besser als ich. Muss jetzt Laras Kopf oder das Seil über dem anderen Seil sein? Also ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall total schräg. Ich dachte halt tatsächlich, ich komme ohne das nächste Seil aus. Und das nächste Seil wird dann benötigt, wenn ich da hochspringen will. Und die letzten Bereiche erreichen will. Mit extra Zeug. Gut. Das sieht, glaube ich, schon besser aus, um an das nächste Seil zu kommen. Nein, das war grottenschief. Ich bin kein Seilmensch. Ich bin kein Seilmensch. Das darf ich nochmal kurz doppelt erwähnen. Seile sind überhaupt nicht so meins. Und wenn wir es gerade mal kurz haben, jetzt befinden wir uns ja perfekt. So müssen zwei Seile übereinander hängen anscheinend, damit Lara zwischenher springen kann. Ah, man drückt nicht die Umschauentaste, man drückt einfach nur die... Man drückt gar nichts und dann müssen sie übereinander liegen. Gut. Dann haben wir das also auch schon rausgefunden. Und guck mal da hinten, in der Ecke. Da so, wo jetzt das Seil drüber ist. Da könnte irgendwas liegen, weil da kann man ja gar nicht richtig hingucken. So, ich habe gerade einen Privatkommentar bekommen. Findet Seile auch scheiße. Ich bin nicht alleine, das freut mich sehr. Na, das ist wieder zu weit zur Seite. Ja, schrecklich. Auspendeln lassen. Das ist immer wunderschön. Ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen. Ich könnte jetzt einen Rubik's Cube lösen. Also einhändig natürlich, das kann man ja auch so einfach. Wenn man es könnte, könnte man es wirklich. Aber ich kann es nicht. Ich mache hier gerade Futzelarbeit, dieses Seil hier drüber zu bringen. Es ist eine Geduldsaufgabe. Ich bin kein Geduldmensch. Ich bin mehr so der Actionmensch. So, und jetzt können wir uns mal kurz angucken. Da oben liegt doch tatsächlich... Na? Die Uzi! Also den Weg werde ich tatsächlich gleich noch nehmen. Aber zuerst mal drücken wir den Knopf, nehme ich an. Den rechten. So ein bisschen mehr schwingen müssen wir noch. Und ein bisschen mehr schwingen werde ich auch noch. So. Und wir haben zuerst die Uzi bekommen. Warum auch nicht? Dann hängen wir uns nachher ein bisschen tiefer ans Seil und schwingen nicht ganz so hoch. Gibt es jetzt irgendeinen Glitch, um da drauf zu kommen? Kann ich nicht einfach die Vorwärtstaste irgendwie? Nee. So, da sind wir wieder. Diesmal nehmen wir auf jeden Fall ein Medipack. Sonst bringt uns alles und jede kleine Lücke um. Ihr seid neu. Ja, Moment mal. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Also in meine Bewertung wird das sehr negativ einfließen. In meine Bewertung wird das super negativ einfließen, dass wir, wenn wir da oben runterkommen, nochmal von den Steinen in einen Bereich gedrückt werden, aus dem wir danach nicht mehr rauskommen. Also Leute, bitte. Jo, ich könnte theoretisch von Schalter zu Schalter springen. Ich will die Uzis. Aber ich glaube, ich lasse die Uzis hängen. Ich meine, wir werden irgendwann auch einen Revolver bekommen. Nur fand ich diese Aktion gerade wirklich frech vom Spiel, mich da jetzt in einen Bereich zu klippen, in den ich nachher nicht mehr rauskomme. Das ist unser Eingang und der wurde mit einem Flip-Room versperrt. Das ist traurig. Ja, ich höre auf den Chat, wir holen die Uzis erst nachher. Ich bin ja durch Zufall drauf gekommen. So, das sieht gut aus. Ah, wohl doch nicht gut. Guck mal, wir landen genau mittig. Naja. Ein, zwei Versuche machen wir auf jeden Fall noch. Dann hau ich ein anderes Lied vielleicht rein.
Und ich hoffe wirklich, die ist komplett urheberrechtsfrei. Man kann sich bei manchen Autoren nie sicher sein und meistens mache ich so eine kleine, wie nennt man das, Recherche. Trifft es, glaube ich, am ehesten, ob die Dinger dann urheberrechtsfrei sind oder nicht. Und dann werden ein paar Stücke manchmal rausgenommen. Dann entstehen so Szenen wie die Kamerafahrt vorhin, die ohne Musik gelaufen ist. Allerdings habe ich hier nichts rausgenommen, weil ich schlicht und ergreifend keinen Urheber finden konnte für diesen Stücke. Für diesen Stücke, das ist Deutsch. Jetzt müssen wir das Seil wieder parallel setzen. Der Chat sagt was. Ja, warum habe ich das nicht probiert? Ich hätte rechts neben den Steinen probieren können, rüber zu springen. Na. Also ich weiß, dass sie in Tomb Raider 3 noch eine komplett andere, wie heißt das denn? Ein ganz anderes Boxing haben die. So, das sieht gut aus. Die haben hier einen viel größeren Käfig in der Kollisionsabfrage. Wie rum kann ich denn besser springen? Ich kann besser Linkskurven springen. Also probieren wir zuerst mal hier rüber zu kommen. Nicht festhalten. So. Drücken diesen Schalter hier. Also Hebel. Ich weiß auch nicht, wie das hier... Passiert ist ja bisher noch nichts. Und jetzt versuchen wir hier so einen ganz tollen Sprung. Ich kann die nicht, ne? Das wollte ich nochmal anmerken. Ich habe hier halt auch so wenig Anlauf. Also das ist ein relativ schwerer Sprung. Nicht speichern. Die Collision Box, dankeschön. Ja, die Kollisionsabfrage, ne? Das darf ich jetzt jedes Mal machen. Och, das ist überhaupt nicht meins. Ich probiere es noch zwei, dreimal und dann... Das ist sehr praktisch abgespeichert vor dem. So, jetzt gehen wir hier mal ran. So schräg. Einen vor. Wieder einen nach hinten. So, und von hier aus. Ich kann das nicht. Ich lasse es lieber und überlasse das den Profis, die das können. Also ich bin wirklich keiner, der es schafft. Wenn ich eigentlich zu dunkel bin, das ist jetzt die beste Ansage des Jahrtausends, weil ich gerade einfach keinen zweiten Monitor habe, um mich zu sehen. Ich könnte mich heller stellen. Und mache das Gegenteil. Kleinen Moment. Lara macht dafür ganz unterhaltsames Zeug. Jetzt wäre ich ein bisschen heller, aber ich merke schon, das ist zu viel. Stellen wir ihn wieder mal eins runter. Ich habe hier eine kleine Tageslichtlampe, die auf mich leuchtet, weil es einfach besser ist als alle Neonröhren der Welt. Ich will nicht aussehen wie ein Vampir, wisst ihr. Und ich hätte vorher abspeichern sollen. Aber okay, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir dann nochmal unten landen und dann gehen wir einfach nochmal hoch. Seile übereinander setzen. Das sieht total nicht richtig aus, aber wir vertrauen darauf, dass das Seil uns nicht optisch betrügt. Ich hätte zurück zum Seil springen können. Schade, dass das immer so spät ankommt, ne? Also ich meine, ich sehe in Echtzeit den Chat, aber der Chat sieht mich nicht in Echtzeit. Oh, Junge! Dinge, die einem hier heute klar werden. Ich hätte auch von da oben zurück zum Seil springen können. Das ist jetzt auch mal... Ja, jetzt habe ich auch mal nachgedacht, ne? So. Ich bin ein freundlicher Mensch. Oh, alles klar. Gehen wir wieder zurück. Das Seil schwingt noch ein bisschen... Guck mal da oben, der arme Affe, der wird auch schon total verrückt. Isst Steine. Wir sollten diesem Vegetationssystem wirklich helfen. Hier, damit wir nicht noch mehr Leben verlieren. Ich meine, es wird schwer, noch mehr Leben zu verlieren, ja. Ab und zu auf den Chat gucken, muss ich mal so. Mein Handy liegt neben mir und macht Zeug. Zeigt mir mal den Chat an.
In den Kommentaren heißt es, also im Chat von Marlena, Tomb Raider ist ein Geduldsspiel. Viel Geduld. Ja, das stimmt leider. Tomb Raider ist ein Geduldsspiel. Ich habe keine Geduld. Ich bin mehr so der Typ, der es mag, wenn einem fünf Gegner verfolgen und von vorne kommt ein Rolling Ball. Wir versuchen jetzt einfach mal hier ein Gleichgewicht zu erzeugen. Durch unsere fette Masse hier. Das Lotende, so. Jetzt geht es immer ein bisschen rechts drüber hinaus und um den gleichen Wert links drüber hinaus. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, so, das passt? In dem Moment, wo ihr die Taste zum Springen drückt, merkt ihr so, das wird überhaupt nicht passen. Und ihr seht diese Sekunde, in der sie auf dem Boden liegt, schon viel früher. Das ist vor allem super. Das ist vor allem super, weil, vor ein paar Sekunden ging es ja noch darum, dass YouTube, das Spiel hier ein Geduldsspiel ist, ne? So viel dazu. So viel dazu. Nur das letzte Ausschwingen, das lief nicht richtig und dann bin ich auch zu weit gesprungen. Ja, ja. Bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Das scheint zu klappen. Was sagt ihr? Ist gut, oder? Probieren wir es. Guck mal, wie schnell sie jetzt da hochgekommen ist. Das ist doch abartig. So. Wie machen wir das jetzt? Holen wir uns die Uzi oder zuerst den Knopf? Ich glaube, wir holen uns zuerst den Knopf und gehen auf Nummer sicher. So. Und dann springen wir zum Seil zurück. Also zuerst mal, es kam jetzt ja keine Kamera, ne? Wir können jetzt vielleicht darüber schauen und mal herausfinden, ob da was liegt, ob es denn lohnenswert wäre, da hinzugehen. Sieht erstmal nicht so aus. Also gut, zurück zum Seil. Davor speichern wir natürlich ab. Ich bin jetzt so ein Mensch, der viel speichert, weil ich bemerkt habe, wenn ich viel speichere, dann stirbt Lara ein bisschen. Naja gut, wie oft sie stirbt, das verändert daran eigentlich gar nichts. Das verändert nur daran, wie weit der Weg bis zum letzten Todesspeicher. Ach, keine Ahnung, ihr wisst genau, was ich meine. Stimmt, ich könnte auch an Seilen speichern. Das Problem ist, ich will immer Steuerung Escape drücken und dann, klar, funktioniert das nicht. So, die Munition auf der Seite lassen wir einfach komplett in Ruhe. Ich will nur noch die Uzi und dann packen wir es. Das Speichern nicht vergessen, sehe ich erst jetzt im Chat. Also am besten sagt ihr mir immer im Voraus, so 2 Minuten bevor ihr denkt, irgendwo kommt eine Stelle, wo man speichern muss. Schreibt einfach speichern! Und dann passt das. Und ich glaube, von hier aus komme ich relativ schwer wieder zum Seil zurück. Ich kann es mal ausprobieren, nachdem ich speichere. Ja, mit F5 speichern. Das geht dann auch am Seil.